Hey und herzlich willkommen zum erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und nein, ich habe im letzten Jahr jede Woche 2 Videos hochgeladen und du hast diese Videos verdammt nochmal nicht gesehen, weil du diese verdammte Glocke nicht aktiviert hast. Also tu das bitte jetzt, dann verpasst du auch nichts mehr. Heute beginnt das Let's Play zu Jack and Dexter und naja, ich würde behaupten, das wurde sich jetzt so häufig gewünscht, das war ja schon fast nicht mehr normal. Da gab es nur ein anderes Video, was sich mehr gewünscht wurde. Und deswegen beginnen wir heute mit Jack and Dexter. Danach kommt Jack 2, Jack 3, Jack X und auch Jack the Lost Frontier. Wir haben also jede Menge zu tun und wollen auch nicht lang um den heißen Brei drum herum reden. Ich sag direkt dabei, es gibt natürlich immer wieder Sprechparts in diesem Video, wo ich dann mal meine Fresse halten werde und auch die Webcam mitunter einfach mal ausschalten werde. Wenn ich also einfach mal währenddessen nichts sage, dann bin ich nicht eingeschlafen, sondern hör einfach gespannt zu und das solltet ihr auch tun. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil und es wird natürlich immer wieder Cuts geben, aber ich werde alles, was Sprechparts etc. sind, reinlassen. Also ihr werdet nichts verpassen, ihr werdet das Spiel von Anfang bis Ende sehen. Los geht's. Mein Leben lang habe ich die Antworten gesucht, die mein Vater und meines Vaters Vater nie gefunden haben. Wer waren die Precursor? Warum erschufen sie die riesigen Monolithen, die überall auf unserem Planeten verstreut sind? Wie haben sie das Eko bezwungen, die Lebensenergie dieser Welt? Was war ihr Plan und wieso verschwanden sie? Ich habe die Pflanzen befragt, aber sie erinnern sich nicht. Die Pflanzen haben die Felsen befragt, aber die Felsen wissen es nicht mehr. Nicht einmal die Felsen können sich erinnern. Jede Faser meines Körpers sagt mir, dass sich die Antworten im Besitz eines jungen Mannes befinden, der sich seines Schicksals nicht bewusst ist, dem nichts daran liegt, die Wahrheit zu finden, der meine Führung ablehnt. Aber warum sollte er auch schon auf den alten Samos, den Weisen, hören? Ich bin ja nur der Herrscher des grünen Echos, einer der weisesten Menschen der Welt. So scheint es, dass die Antwort nicht etwa durch sorgfältige Forschung oder vernünftiges Überlegen gefunden wird. Oh nein! Wie so viele schicksalhafte Geheimnisse fängt alles mit einer kleinen Ungehorsamkeit an. Hey, Jack, der grüne Kerl hat uns doch verboten, hierher zu kommen. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht gerade so einladend da aus, würde ich mal behaupten, oder? Sucht weiter nach Artefakten und nach Eko. Wenn die Einwohner Precursor-Gegenstände besitzen, ihr wisst, was zu tun ist. Bestraft jeden hart, der das Dorf verlässt. Wir werden zur rechten Zeit angreifen. Du bist auf jeden Fall schon mal richtig schön hässlich, also... Bah. Was wollen wir überhaupt hier, Jack? Mir läuft's kalt den Rücken runter. Also nicht, dass ich schön aussehen würde, ne? Aber... Blöder Precursor-Schrott! Was ist das für ein dunkles Zeug da? Sieht ja nicht gerade einladend aus! Der Weise plappert ständig über die Precursor, die das Zeug hier erbaut haben. Wohin sind sie gegangen? Warum erbauten sie diesen Schrott? Ich mag Precursor-Orbs und Energiezellen genauso wie jeder andere, aber wenn du mich fragst, waren das schon echte Loser. Wie hast du das gemacht? Jack, ich glaube, es gibt Ärger! Sollen, hättest du auf mich gehört, dann was? Okay, alles klar, mir geht's gut. Was in grünen Teufelsnamen wollt ihr zwei? Wir waren dabei. Ich war... Du sei still.
Anstatt meinem Rat zu folgen, seid ihr beiden an dem einzigen Ort herumgestreunt, den ich euch verboten hatte. Der Nebelinsel. Das stimmt und ich... Und Dexter, du hast endlich das überfällige Bad genommen, aber in einer Wanne voll mit dunklem Echo. Also alter Mann, willst du hier jetzt rumquatschen oder hilfst du mir raus aus dem Schlamassel? Ich werde weiter rumquatschen, denn ich finde, du siehst viel besser aus als vorher. Und außerdem, ich könnte dir gar nicht helfen, auch wenn ich wollte. Was? Es gibt nur eine einzige Person, die das dunkle Echo lange genug erforscht hat, um dich vielleicht zurückzuverwandeln. Gol Acheron, der Weise. Aber er lebt weit entfernt im Norden. Weit, weit im Norden. Seit Ewigkeiten hat niemand mehr mit ihm gesprochen. Ich würde euch ja dorthin teleportieren, aber auch das kann ich nicht. Keiner der drei anderen Weisen hat es für notwendig erachtet, sein Tor einzuschalten, schon seit langer Zeit nicht mehr. Der einzige andere Weg zu Fuß nach Norden führt durch den Feuercanyon. Aber der heiße Boden schmilzt sogar Precursor-Metall. Ihr könnt da nicht einfach so durchgehen. Aber ihr könntet durchfliegen, wenn ihr einen Zuma mit Hitzeschutzschild hättet. Zufällig arbeite ich im Moment gerade an so einer Maschine. Mit nur 20 Energiezellen hätte sie genug Energie, um der Hitze des Canyons Männer, zu widerstehen. Spaß. Nicht wahr, Papi? Ja, Kira, das könnte klappen. Aber wo sollen der Junge und die halbe Portion der 20 Energiezellen herbekommen? Von den Dorfbewohnern. Die meisten von denen haben irgendwo ein oder zwei Energiezellen rumliegen. Und auch wenn sie nicht hergeben wollen, mit ein paar netten Precursor-Ops kann man ihre Meinung schon ändern. Und bestimmt gibt es draußen in der Wildnis noch mehr Energiezellen, die nur auf ein paar mutige Abenteurer warten. Nun, einen mutigen Abenteurer haben wir ja schon. Mutige Abenteurer? Geil. Ihr beide würdet ohne Anleitung nicht mal aus dem Dorf rausfinden. Bevor ihr mit irgendetwas anfangt, solltet ihr lieber durch das Warp-Tor gehen und am Felsgeisier ein wenig üben. Da gibt sich noch mehr von diesem dunklen Echo-Zeugs, oder? Ich will nicht nochmal reinfallen und dann so aussehen wie du. Rein da, bevor ich euch beide in Unkraut verwandle. So, nach diesem etwas längeren Intro als gedacht, geht's jetzt endlich mal los. Dieses Gerät ist ein Kommunikator. Damit können mein Vater und ich euch jederzeit bei eurer Suche Ratschläge geben. Genau das wollte ich auch sagen. Auf jeden Fall, nach etwas längerem Intro geht's dann jetzt endlich mal los. Wir dürfen spielen, also quasi eine Art Tutorial fangen wir jetzt hier erstmal an. Erstmal zur Vorstellung. Also, ihr seht da jetzt hier im Moment den... Die Person da mit diesen etwas längeren Ohren, das ist natürlich Jack und auf seiner Schulter ist Dexter, der eben durch dunkles Echo sich jetzt verwandelt hat in eine Ratte? Nicht ganz Ratte, auf jeden Fall mal ein kleines Vieh. Diese schwebenden, eiförmigen Dinger sind Precursor-Orbs. Wenn ihr genug davon sammelt, geben euch ein paar der Dorfbewohner eine Energiezelle dafür. Und das bedeutet natürlich sammeln. Und deswegen sammeln wir jetzt auch einfach mal alle, die wir hier irgendwie finden. Die Steuerung ist komplett ungewohnt. Das ist ja der Wahnsinn. Und hier springen wir jetzt einfach mal hoch. Wir können natürlich auch sowas wie kämpfen oder sowas. Ist natürlich auch alles möglich. Hauen wir die mal hier einfach mal alles platt hauen. Precursor-Artefakt, das ihr finden könnt. Ihr müsst 20 davon sammeln, damit ich den Hitzeschild für euren Agrab-Zoomer aktivieren kann. 20? Na, ich würde sagen 19. Ist auch geil mit diesem Logo unten noch vom PS2 damals, dass es gespeichert wird. Also, hammergeil, wirklich. So, ja. Das speichern wir jetzt mal, hau mal rein. Und wir sammeln natürlich jetzt hier alles. Wir versuchen natürlich überall alle Orbs mitzunehmen, weil am Ende können wir die dann natürlich eintauschen gegen eben jene, Dingens. So, was ihr hier seht, sind übrigens grünes Echo. Das bedeutet, wenn ihr 50 grünes Echo sammelt, bekommt ihr ein Leben dazu. Das ist jetzt noch unrelevant. Ihr seht das oben links. Ihr habt drei Herzen im Prinzip und könnt dadurch eben noch Leben regenerieren. Hey, ihr habt eine meiner Spähfliegen gefunden. Ich habe 7 davon in jedes Gebiet entsandt, um nach Energiezellen zu suchen. Aber die Lurker müssen sie alle gefangen haben. Ja, dann würde ich mal sagen, sammeln wir diese Spähfliegen doch einfach mal. Man sieht das immer daran, dass sie eben in so einer Kiste mit so ein bisschen rot sind. Und deswegen sammeln wir die jetzt einfach mal. Hier ist es natürlich einfach, sind sie alle zusammen. Später wird das Ganze noch etwas schwieriger, denke ich mal. So, hauen wir die mal platt. Das Ganze machen wir mit
X hoch und dann Viereck runter, dann knallen wir da richtig einmal volle Kanne drauf und dass wir uns nicht wehtun, wundert mich. Und guck mal eine an, eine Energiezelle. Zwei, nur noch 18 Stück und wir können weiter. Wow, diese letzte Spielfliege hatte eine Energiezelle. Ich wette, wenn ihr alle sieben in einem Gebiet findet, bekommt ihr bestimmt noch mehr Energiezellen. Ja, dann würde ich mal sagen, versuchen wir das Ganze mal. Wir hauen jetzt hier einfach mal alles platt, was hier nied- und nagelfest ist. Knacken wir dann mal einfach, zack. Das hier ist blaues Echo. Aha. Es enthält die Bewegungsenergie. Mit blauem Echo kannst du schnell rennen, Kissen aufbrechen und sogar einige Precursor-Artefakte aktivieren, wenn du in ihre Nähe kommst. Kleiner Spoiler, es gibt natürlich nicht nur blaues Echo, es gibt hinterher auch noch rotes und gelbes Echo. Dazu aber dann später mehr. Wir suchen natürlich hier einfach mal alles ab und schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Und ihr seht schon, hier unten gibt es noch was. Hier unten gibt es auch blaues Echo. Und wenn ich da jetzt einfach mal reingehe, dann seht ihr gleich, dass die Precursor-Orbs quasi wirklich zu mir geschwebt kommen. Das bedeutet, alles, was in meiner Nähe ist, bekomme ich einfach so. Ich gehe hier hoch und sammle auch mal alles ein. Und ich kann einfach hier durchlaufen und alles öffnet sich und ich bekomme alles. Das Ganze ist ziemlich sinnvoll, wenn wirklich viel in der Nähe ist, denn dann bekommt man einiges in ganz, ganz kurzer Zeit. So. Das ist eine Precursor-Tür. Sie lässt dich nur öffnen, wenn du blaues Echo durch deinen Körper laufen lässt. Das bedeutet, wir brauchen blaues Echo und dann können wir da durch. In dem Fall jetzt, wir hatten fast noch was, aber das hat er dann nicht mehr signalisiert und deswegen müssen wir jetzt mal hier reingehen. Das ist eine blaue Echo-Öffnung. Hier ist das blaue Echo viel konzentrierter als bei den schwebenden Haufen. Deshalb bekommst du hier eine volle Ladung davon, die du für die maximale Zeitdauer nutzen kannst. Komm ich die volle Ladung abgeballert, da kriege ich volle Dröhnung. Nehmen wir und dann gehen wir ganz schnell darüber, denn dann kommen wir die auch da rein und dann sollte sich das öffnen, wunderbar. Und als Belohnung gibt es eine Energiezelle, die dritte. Nur noch 17 und dann haben wir es geschafft, dann geht's weiter. Und auch hier unten, ihr seht das. Ja. Mit blauem Echo kannst du selbst den Precursor-Artefakten, die schon seit Jahren nicht mehr aktiviert worden sind, Energie einhauen. Ich will nichts sagen, ne? Aber der Typ ist eine verdammte Labertasche. Der könnte jetzt auch mal ruhig die Klappe halten. Diese kleinen grünen Energiebälle auf dem Boden sind eine Echo-Art. Hebe 50 kleine oder einen großen grünen Echo auf. Dann wird deine Gesundheit verbessert. Das ist eben genau das, was ich meinte. Man hat oben drei Stück und dann kann man es immer auffüllen, theoretisch bei 50. Das hat er jetzt dann nochmal erklärt. Danke dafür. So, gehen wir einfach weiter. Brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht aufsammeln, weil wir haben 50 und haben auch drei volle Herzen. Hier ist die Gefahr natürlich noch nicht so groß. Und dann in der Luft gleich nochmal springst, kannst du auf einen höher gelegenen Vorsprung gelangen. Ja, dann versuchen wir das einfach mal. Wir springen jetzt einfach und dann zack. Sind wir schon oben. Wunderbar. Und als Belohnung, guck mal einer an, gibt es noch eine Energiezelle. Ja, das läuft ja wie am Schnürchen, Kinders. Also mal ganz im Ernst. Das ist ja easy. Also, wird zwar in zwei Folgen, dann bin ich durch mit dem Spiel. So, und ihr seht auch hier wieder, sehr interessant, das Ding hat ein blaues Symbol. Das bedeutet, wir brauchen blaues Echo, um das Ganze zu aktivieren. Und jetzt löbt das Ganze dann und zack, können wir da ganz entspannt runterfahren. Und unten angekommen, haben wir alles geschafft. Wir können jetzt mal theoretisch noch schauen, indem wir einfach mal hier drücken. Kann man hier schon. Und ihr seht, wir haben beim Felsgasier in dem Level, wo wir gerade sind, haben wir wirklich alle vier gefunden. Wir haben allerdings nicht alle Precursor-Orbs gefunden, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber zwei Stück, das überspringe ich jetzt einfach mal ganz frech. Und dann sage ich mal, wir gehen einfach mal wieder zurück durchs Warp-Tor, wo wir jetzt einfach mal mit Kreis benutzen und dann zur Hütte des grünen Weisen zurückgucken. Was der uns jetzt wieder beleidigt. Und alle ab. Rüber da. Und es gibt wieder Sequenzen zum Reden. Hurra. Es wird noch weniger, keine Sorge. Gut gemacht, Jungs. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu den Abenteuern, die noch vor euch liegen. Ist gar kein Problem. Wir sind gewappnet, was, Jack? Wir würden ja gerne noch bleiben und quatschen, grüner Häuptling, aber es juckt uns schon auf Abenteuer zu gehen. Schön, schön. Dann stürzt euch ins Abenteuer. Und wenn ihr schon beim Abenteuern seid, macht euch doch ein wenig nützlich. Meine verflixten grünen Eco-Sammler sind schon wieder verstopft. Geht ans andere Ende des Strandes und reinigt sie, ja? Folgt den Lampen, sie führen euch geradewegs dorthin.
Und jetzt. Alle. Raus. Yeah. Ich will nichts sagen, ne? Aber Samus ist verdammt unfreundlich. Also, oha. Immer richtig eine hier. Bam. Weg die Sau. Ne, kleiner Spaß natürlich beiseite. So. Und das bedeutet, wir können jetzt, werden jetzt in die freie Welt hinausgelassen und dürfen uns wirklich mal frei bewegen. Und wir wären als erstes in Sanddorf. Und ihr seht, hier haben wir natürlich jetzt riesen Level. Und was das Ganze bringt und was wir für Abenteuer erleben werden, das seht ihr im nächsten Part, der die Tage online kommt. Ich hoffe natürlich, euch hat der erste Part gefallen. Das Tutorial haben wir jetzt mal gesehen, natürlich mit viel Diskussion, viel Gerederei. Es kommt immer mal wieder so Sprechszenen, die sind dann allerdings nicht so lang wie das Intro. Aber die Geschichte muss halt irgendwie erzählt werden. Ich hoffe natürlich, euch hat es wie immer ein wenig gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare Verbesserungsvorschläge, Ideen, die ich noch mit einbringen kann. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Jak and Daxter, mein absolutes Lieblingsspiel. Und ich werde ganz viel Spaß dabei haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.